gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten, zum Beispiel zur Schule zu gehen oder einen richtigen Job zu haben. Und dann möchte ich denen alles zurückgeben, was sie in ihrer Kindheit nicht hatten. Weil ich möchte ja noch, wie gesagt, Anwältin oder Ärztin werden. Und man verdient ja auch nicht schlecht als Ärztin oder Anwältin. Und dann kann ich denen auch alles wieder zurückgeben. Die Klosterschule wird als Pilotschule Kultur gefördert. Wir nehmen teil an einem Wettbewerb, den die Katharinenkirche ausgeschrieben hat. Und der Wettbewerb hat das Thema Feuer. Ich habe hier einige Fabelwesen, also die sind aus meinem Kopf entstanden. Das sollen wurmartige, etwas vögelartige Wesen sein, die ja im Reich des Himmels fliegen. Engin ist 15 und hat den Leistungskurs Kunst belegt. Das ist Lilly, die meisterlich in der Lage ist, weibliche Körper unbekleidet in allen Varianten zu zeichnen und zu malen. Wir haben das Profilfach Bildende Kunst als Besonderheit hier für dieses Gymnasium Klosterschule. Das bedeutet eine ganze Menge. Wir versuchen eben, so ist es auch regular bei uns, Spitzenkräfte anzuziehen im Bereich der Schülerschaft und eben auch zu fördern, Spitzenkräfte. Deshalb machen wir eben dieses Profilfachangebot. Das heißt, in Klasse 5 und 6 kann man vermehrt Kunstunterricht haben und in Klasse 7 und 8. Die 12-jährige Yusra aus Jordanien malt für ihr Leben gern. In der Klosterschule wird ihre Begabung von Anfang an gefördert, mit wöchentlich 2 Doppelstunden Kunst. Sie haben einen hohen Leistungsanspruch. Wir ja. Deshalb sind wir Profilfach erstmal und ich habe den darüber hinaus sowieso auch nicht. Also das, ich kann das nicht keine Minute ertragen, wenn junge Leute hier rumsitzen und gammeln und nicht irgendwie etwas leisten. Ich leiste ja schließlich auch was. Dazu bin ich da. Dafür werde ich auch bezahlt. Ne? Und wie reagieren die jungen Leute drauf? Das müssen Sie die jungen Leute fragen. Ja, haben Sie einen Eindruck? Unterschiedlich. Nicht? Es gibt immer wieder mal eine Stunde, wo genörgelt oder gebrummelt wird. Nicht? Aber ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen verstehen die schon, was ich von ihnen will. Und eigentlich ist es ihnen auch nicht ganz unangenehm, wenn man ihnen etwas abverlangt. Es ist dann schon etwas anderes, wenn man was geleistet hat und dann steht man vor seinem Bild und reicht es ein, als wenn man gegammelt hat und hinterher gibt man 4 Striche ab und kriegt dafür auch noch eine 1 oder eine 2 oder so. Das ist nichts. Ne? Man glaubt es kaum. Jede Klasse hat ihren eigenen Staubsauger. Auch ein Baustein im Gesamtkonzept der Erziehung in der Hamburger Klosterschule. Wenn man Kindern zum ersten Mal die Freude vermitteln konnte, dass eine große Anstrengung zu einem Erfolg geführt hat, auf den man selber stolz sein kann, dann hat man ganz entscheidende Entwicklungsschritte eingeleitet.